Afghanistan war das Fiasko in meinem ganzen Leben. Das war ein Einsatz, der ich hätte schon von vornherein, wo ich da zum ersten Mal durch Kabul bin, hätte ich sollen sagen, das Land wird nur von komplett Verrückten bewohnt. Ich muss sofort wieder gehen. Meine Mutter hat gesagt, Peter, geh nicht runter, geh nicht da. Meine Mutter hat nicht mehr, die hat sich gar nicht interessiert, wo Afghanistan ist. Mit Absicht, sie hat gesagt, sie will nicht wissen, wo das Land ist. Weil die haben gesagt, komm, wir gucken es mal an. Da sagt sie, nein, sie will es nicht wissen. Und da hat sie gesagt, wo ich mich verabschiedet habe in Tübingen bei ihr. Sie hat gesagt, Peter, geh nicht. Ach, Mamere, du weißt doch Bescheid, es läuft wie immer ab, Standard. Ja, dann ist so nicht gewesen. Konvois von A nach B bringen. Konvois meistens mit Personen drauf. Und meine Aufgabe war Personentransporter in dem Fall. Tja. Wir fuhren auf der Jalalabad-Route Richtung Kabul vom Camp Warehouse. Und ich wundere mich noch, die ganzen Marktstände, alles war leer. Ungewöhnlich. Die sind immer voll. Kamele, Esel, Hammel, bla bla. Ich denke, es ist alles leer. Und ich denke, irgendwas stimmt nicht. Das habe ich erst nachher gemerkt. Alles leer. Die wurden gewarnt von ihre. Die möchten ja auch nicht, dass ihr zukünftiges Potenzial in die Luft gesprengt wird. Und dann ich sehe plötzlich, denn ihre Taxis sind alle gelb. Uralte Toyotas. Ich sehe neben mir so im Blickwinkel, sehe einen. Ich denke, ja, denn ihre Taxis. Und dann war der schon wieder weg. Dann hat er sich hinter mein anderes Fahrzeug gesetzt. Und da hat er gesehen, dass nur Gepäck drin ist. Sieht man ja, wenn bloß Koffer, die Metallkoffer, wenn die nach oben schauen. Und das andere Fahrzeug hat die Leute drin gehabt, das hat er gesehen. Da hat er sich auf die Seite versetzt, wo die große Tür ist, und da hat er sich in die Luft gesprengt. Er selber mit. Und dann hat es den Bus wie ein Geschoss nach vorne genommen über den Acker. Da hat keiner von uns gewusst, ob der überhaupt vermint ist. Normalerweise ist alles vermint da unten. Mich hat es in meinem Fahrzeug durcheinander gewirbelt, aber es ging ja noch. Und dann sehen wir den Bus in dem Acker stehen. Dann wenden wir, fahren rüber und dann sehen wir den Acker. Alle, die noch gelebt haben von den anderen Fahrzeugen, sind in den Acker. Keiner hat geguckt, ob da Mine ist oder sonst was. Und dann sind in dem Bus auch schon die Ersten rausgekommen. Die, wo vorne saßen, die hat es weniger erwischt. Der eine, der mit dem Nase irgendwie runterhängt und das Ohr, aber man konnte alles machen, ich habe es ja das nachher erfahren. Da habe ich so ein Hautfetzen runter. Da kommen natürlich ein paar raus, andere hat es nicht mehr so gut ausgesehen, aber alles überlebt. Und dann sind wir in den Bus rein. Der ganze Bus war innen voll mit Blut. Und ich wollte mit anderen Kameraden einen von so einem Sitz da rausziehen. Wir haben den nicht rausgekriegt. Der hat zwar noch leicht kröchelt, aber wir haben den nicht rausgekriegt. Und dann hab ich an den Ding gezogen, ich habe den von den Schrauben unten rausgerissen. Dass ich so Kraft entwickeln kann, das hätte ich auch nicht gedacht. Wegen dem hat mir ein paar Tage später die Arme wieder, weil die so. Naja, klar. Ja, gut, er ist gestorben dann auch. Okay. Ich bin dann entlang die Fahrzeuge, die Dinger. Dann denke ich, sag mal, da liegt ein Schuh. Ach, das war der Schuh von dem Selbstmordattentäter. Und da war ein Motorblock auf der Straße, auch von dem, so Toyota, konntest du nicht lesen. Ich denke, da liegt ein Soldat, scheiße, der ist jetzt irgendwo vom Bus weit rausgeschleudert. Ich denke, oh Gott, leblos. Ja, bloß den Rücken sehen, geh hin und dreh den um. Ach, war da der Kopf weg. Den hat der Kopf runtergerissen. Ja, nachdem wir dann etliche Mal umsonst vergeblich versucht haben, Camp Warehouse zu erreichen. Weil wir haben ja das Camp Warehouse noch gesehen, das war nicht mal so weit weg. Kam dann endlich mal Hilfe. Nach gefühlten 20, 25, 30 Minuten. Ja. Und da, wo die Toten lagen, Gott, da ist ein Meer. In dem Sand, der Sand hat ja das Blut schon aufgenommen.
Aber irgendwann hat er dann das Blut nicht mehr aufgenommen. Dann ist das Blut, das ist richtig gestanden. Und dann sind da wie in den Marktstand Milliarden von schwarzen Fliegen, auch über die Toten schon drüber. Oh Gott. Und dieser extreme Geruch. Ja, und ein paar Wochen später bin ich dann zurück. Ich bin am nächsten Tag gleich wieder raus mit dem Konvoi, weil ich dachte mir, wer einmal vom Pferd fällt und nicht gleich aufsteigt, der geht nie mehr. Der dumme schwäbische Spruch oder deutsche Spruch, das habe ich nur ein paar Mal gemacht, irgendwann habe ich komplett durchgedreht. Habe grundlos mit der Waffe vom Fahrzeug raus, habe immer mehr zittert. Und ich bin den Kameraden heute dankbar. Damals war ich ein bisschen böse auf sie. Da haben mich meine Kameraden beim Arzt gemeldet. Bei dem war ich, da guckte er mir ein paar Mal an, innerhalb von 5 Tagen musste ich ein paar Mal hin, war auch vom Dienst komplett befreit, hat mir am meisten gestunken, bloß rumsitzen noch. Und dann sagt er so, du gehst heim, Punkt, fertig und bla bla bla. Ja, das war die Geschichte.